Cyberpunk 2077 im Jahr 2012 das erste Mal angekündigt, in tatsächlicher Entwicklung seit dem Jahr 2015, heiß erwartet und nun zum Release kaum spielbar. Oder vielleicht doch? Ich habe nun bereits ca. 50 Stunden in Night City verbracht und zeige euch anhand einiger Gameplay-Szenen, wie Cyberpunk 2077 auf der Xbox Series X läuft und aussieht und gebe euch am Ende meine Einschätzung, ob sich der Kauf denn auch lohnt. Und wir starten direkt aus dem Dashboard der Xbox heraus. Durch das neue Feature Quick Resume sind wir auch ruckzuck am letzten Ladepunkt und wir beginnen an einem belebten Ort mitten in der Innenstadt. Es ist Tag, das Wetter ist gut, es herrscht reger Verkehr, es sind viele Menschen unterwegs. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Wir können uns auch die Menschen mal aus der Nähe ansehen, denn auf den Last-Gen-Konsolen sahen ja vor allem die Gesichter nicht besonders schön aus. Dort hat man mit fiesen Nachladern zu kämpfen, das ist hier nicht der Fall, Gott sei Dank. Die Reklame im Hintergrund flackert ein wenig, ich denke mal, das muss so, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist mir das öfter aufgefallen. Interaktion mit Menschen, naja, mit Autos funktioniert's. Auch auf Drohgebärden reagieren die Leute, aber es ist alles mehr Fassade als Gameplay-Mechanik. Hier sieht man auch schon die ersten Spiegelungseffekte. Auf glatten Oberflächen sieht das Ganze schon sehr schön aus, wenn auch noch nicht das Raytracing zum Einsatz kommt. Hier reden wir noch von Screen Space Reflections, sehen aber auch schon eigentlich ganz schön aus. Wir werfen einfach mal einen kurzen Blick in unsere Karte und suchen uns mal eine Route heraus. Man sieht schon, wie viel Sachen es hier zu erledigen gibt. Es gab bei der Wegführung auch nie irgendwelche Probleme. Die Laufstrecken können unter Umständen etwas länger sein. Wir haben aber etliche Fahrzeuge zur Verfügung, die wir rufen können. Beim Rufen der Fahrzeuge hatte ich ab und zu Probleme, dass sie mich entweder nicht erreichten, also in weiter Ferne stehen blieben, oder auch mit anderen Fahrzeugen kollidieren. Dort kommt unser Motorrad angefahren und man sieht schon, auch hier war es wieder sehr knapp. Es hätte fast schon wieder geknallt. Das Fahren an sich funktioniert allerdings sehr gut. Die Steuerung ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendeinem Funracer oder einer Simulation, ist aber sehr zweckdienlich. Man kommt flott von A nach B und das auch ohne zumindest mir aufgefallene Fehler. Dann legen wir einfach mal los mit unserer kleinen Sightseeing-Tour. Ich bin einfach mal ein paar Minuten ruhig und ihr guckt euch einfach mal in der Zwischenzeit die Umgebung an. Bis gleich. Und schon sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass es in der Welt einiges zu entdecken gibt. Es gibt Schießereien, Überfälle und etliche andere Dinge, die dort passieren. Man trifft natürlich auch mal auf besondere Personen, die quasi als Questgeber fungieren.
Und es gibt bestimmte Orte wie diesen kleinen Park hier, in den ich jetzt gleich mal gehen werde, wo auch interessante Dinge fernab von Nebenquests und der Hauptstory passieren, die auch gleichzeitig eine schöne Abwechslung zum sonst so düsteren Szenario hier in Night City darstellen. Wer sich in Night City auch einfach mal die Zeit nimmt, um kleinere Spaziergänge zu unternehmen, wird in der Regel auch schnell belohnt. Ich habe mich hier bewusst für den Park entschieden, da es allgemein in Night City und der Umgebung nicht viel Vegetation zu bestaunen gibt. Einzige Ausnahme sind hier vielleicht die Badlands, aber von richtiger Vegetation in diesem Sinne kann man dort auch nicht reden. Außerdem zeigt die Szenerie hier nochmal schön die Beleuchtungseffekte, die Lichtstrahlen, die durch die Baumkronen schimmern. Bestimmte Schatteneffekte sind hier nochmal besonders gut vertreten. Und achtet auch mal auf die Lichter am Wegesrand, die das Licht quasi so entgegenscheinen lassen. Tiere sucht man hier übrigens vergeblich. Warum das so ist, wird im späteren Verlauf der Story natürlich auch noch geklärt. Aber wie sieht's jetzt eigentlich in anderen Regionen aus? Ich habe ja eben kurz schon die Badlands angesprochen. Zufälligerweise findet dort auch gerade ein Rennen statt. Wir gucken in unsere Karte und markieren uns den Weg. Wir sehen schon, der Weg ist relativ lang. Das heißt, wir probieren jetzt auch schnell mal das Schnellreisesystem aus. Wir suchen uns einen bestimmten Punkt, wie eine Art Busstation, von der aus wir dann im Prinzip losreisen können. Was dank der schnellen Ladezeiten der Next-Gen-Konsolen auch relativ angenehm ist. So sehen diese Stationen dann letztendlich aus. Wir wählen sie an, wählen unser Ziel. Jeder blaue Punkt stellt im Prinzip eine Schnellreisestation dar. Wir suchen uns die aus, die am nächsten an unserem Ziel gelegen ist. Das ist übrigens die echte Ladezeit, ungeschönt und ungeschnitten. Und wir müssten auch gleich schon an Ort und Stelle sein. Da sind wir und hier der erste Bug. Diese Form ist mir leider des Öfteren begegnet. Es wirkt, als wären verschiedene Modelle nicht korrekt zusammengefügt worden, was diese unschönen Kanten erzeugt. Einen negativen Einfluss auf das Gameplay haben diese Fehler nicht. Sie schmälern aber natürlich den Gesamteindruck ein wenig, was schade ist, denn auch hier draußen in den Badlands sieht alles eigentlich sehr schön aus. Wir starten auch hier nochmal eine kleine Kurzreise mit unserem Motorrad und fahren zu unserem Rennen. Auch in rasanteren Szenen wie in diesem Rennen gab es keine spielbeeinflussenden Einfehler, wenn auch meine Fahrkünste vielleicht noch ein wenig ausbaufähig sind, aber guckt einfach selten. Und achtet auch hier wieder auf Beleuchtung, Effekte und auch auf den aufziehenden Sandsturm dort vorne, in den wir natürlich geradewegs hineindüsen müssen. Bis gleich. Nur zittern.
Ihr werdet immer mal wieder die Gelegenheit haben, von euren Bekannten chauffiert zu werden. Ich habe die Gelegenheiten sehr gerne wahrgenommen, denn das Fröhnen der Musik und das Schauen aus dem Fenster hat mir persönlich immer sehr gut gefallen und zog mich nur noch weiter in das Spiel hinein. Aber wie sieht das Ganze jetzt eigentlich bei Nacht aus? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, es sieht grandios aus. Im Moment wird ein besonderes Fest gefeiert und wir starten unseren kleinen Spaziergang mitten durch die Menschenmassen. Was ebenfalls sehr gelungen ist, ist die Darstellung von Johnny Silverhand und die deutsche Synchronisierung. Hier eine kleine Szene. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert, dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gern tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Und Zeit vergeuden ist das Stichwort, denn wir kommen zum nächsten Bug. Leider ist dieser nicht ganz so einfach zu beheben. Nämlich bleiben ab und zu nach bestimmten Textzeilen die schwarzen Balken der Texte stehen. Das ist leider nur durch einen entsprechenden Neustart zu beheben. Ist natürlich auch kein Fehler, der das Gameplay in dem Sinne beeinflusst, aber er ist natürlich massiv störend für die Immersion. Also was bleibt? Raus aus dem Spiel, Spiel schließen und Spiel neu starten. Ach ja, und kämpfen kann man übrigens auch. Das Kampfsystem an sich ist okay, da habe ich nichts dran zu bemängeln. Es ist nichts Außergewöhnliches, die Mechaniken sind recht simpel. Die KI ist manchmal nicht die hellste, das wird man gleich nochmal sehen. Aber zu jeder Zeit lief alles ruckelfrei und locker von der Hand, egal ob im Fernkampf, Nahkampf oder beim Nutzen von Hacks. Auch hier wieder ein paar Gameplay-Szenen.
So, und das soll's auch schon gewesen sein zu meiner kleinen Veranschaulichung, wie Cyberpunk 2077 auf der Xbox Series X laufen kann. Klar, es treten kleine Fehler auf, einige sind ärgerlich, andere so klein, dass man sie ignorieren kann. Die Bugs, die mir während meiner 50-stündigen Spielzeit aufgefallen sind, führten jedoch nie zu einer Einschränkung des Gameplays oder der Missionsverfolgung. Lediglich das Nichtverschwinden der Textfelder sorgte für eine kurze Unterbrechung des Spielflows, was dank der schnellen Ladezeiten noch einigermaßen zu verkraften war. Das kam während der 50 Stunden aber nur insgesamt 4-5 Mal vor, ärgerlich war es natürlich trotzdem. Leider stand mir die PC-Version zum Testen nicht zur Verfügung, aber aufgrund der hervorragenden Storyline, tollen Spielwelt, erstaunlich guten Nebenquests und ich denke hier besonders an die Quests rund um die Alde Caldos, Judy, Alvarez und Johnny, gebe ich eine klare Kaufempfehlung für die Besitzer einer Next-Gen-Konsole. Aber wie gesagt, das Next-Gen-Update kommt im Januar und mal sehen, was das alles mit sich bringt. Für alle anderen gilt, Geduld haben, die weiteren Patches abwarten, aber lasst euch dieses tolle Spiel nicht entgehen. Erwartet aber auch mit neuesten Patches keine Wunder von den alten Konsolen. Die sind am Ende ihres Lebens angelangt, abgesehen von Exklusivtiteln wird es wohl keine Grafikpracht in Zukunft mehr darauf geben. Immerhin spielte man seinerzeit auch ein Crysis nur auf High-End-Hardware und in sauhässlich und ruckelig auf Nicht-High-End-Hardware. In dem Sinne wünsche ich euch ein fröhliches Zocken und eine fröhliche Weihnachtszeit. Tschüss!